Ja, hallo und willkommen zurück zu Secret of Mana. Letzter Teil, voraussichtlich letzter Teil. Je nachdem, wie gut wir durch die Festung kommen, weil dahin geht's nämlich jetzt. Aber wir sollten keine Probleme haben eigentlich. Vorbereitungen sind getroffen, wir sind full equipped, Waffen sind auf dem Maximum, was uns gerade erlaubt. Und jetzt müssen wir auf dem... Da ist er doch schon. Ja, da müssen wir erstmal drauf landen. Das war nämlich gar nicht so einfach, weil die ja immer woanders hinspringt. Bam, und weg ist er. Es sah für mich aber eben so aus, als hättest du... Mit Herf, backt das? Eigentlich, wenn man das eigentlich drauf zufliegt, müsste man eigentlich alleine reinkommen. Ja, jetzt. Jetzt. Ah, schön. Ja, ich glaube, das hat eben einfach ein bisschen gebackt. Ja. So, dann kriegen wir so mal den Lufti-Sprite wieder. Der Witz ist, der wird an der Anleitung wieder Flemmy genannt. Ja, und im Spiel Lufti. Genau. Also da waren sie sich wohl nicht so ganz einig mit der Übersetzung oder so. Wie heißt der im Englischen eigentlich? Heißt der nicht Flammy? Ich glaube sogar, ne? Oder so. Panikente. Die Panikente. Ja, richtig schöne Namen hier. Okay, letztes Level von diesem Game. Mhm. Und der Witz ist, diese Ninjas droppen unter anderem auch hier die stärkste Rüstung. Also die droppen die auch dafür einzelne Rüstungsteile, wie die Krähenfüße. Ah, okay. Also sie droppen auch Schokolade scheinbar. Ist offensichtlich, ja. Man merke also an, Ninjas lieben Schokolade. Was man sieht, wir müssen halt die Welt retten. Ich meine, wer hätte das gedacht, ja? Oh, das hat Damage gemacht. Ja, das war aber auch hier dieser Hades-Kopf halt. Das Kackding, ja. Nein, der kackt ja hier Ninjas aus halt. Das ist, ja auch wieder so eine Stelle, wo man leveln könnte, wenn man wollte. Übelst leveln, aber das müssen wir nicht. Ja, weil halt dieser Kopf einem immer wieder neue Ninjas vorschmeißt. Also, ich meine, in dem Game geht das ja bis Level 99 im Endeffekt. Aber wir sehen es jetzt schon, wir sind Level paar 50 und eigentlich viel Probleme haben wir nicht, ja. Meine Hautfarbe ist nur gerade ein bisschen ungesund. Oh. Oh, jetzt, okay, ich glaube, ich mach schon mal den Heal. Ja, doch. Überlebt. Ja, man kann an Gift ja nicht versterben in diesem Spiel. Gott sei Dank. Zum Glück. Du überlebst ja mit einem TP. Ja. Blubblub. Sollte reichen. Ich bin mir inzwischen bei 600. Wir müssen hier rein links, ne? Ne, hier. So eine Tür. Und diese Musik hier drin. Die ist echt geil. Also, wir könnten jetzt durchrushen, machen wir aber nicht. Na, ein bisschen was erledigen sollten wir schon, also... Ja. So komplett durchrushen muss nicht sein, aber so ein bisschen was machen halt, ne? Hier ist wieder diese geile Kröte, ja, die Autos hier fährt. Muss wieder irgendeiner mal sich erbarmen, die Peitsche in die Hand zu nehmen. Erstmal die Kröte killen. Zack. So, dann nehme ich mal mit, hol ich mir mal... Ach, hier, so Peitsche. Also man sieht, sie haben im Prinzip das versucht, ein bisschen futuristischer zu machen, hier alles. Ja, und jetzt gibt's hier diese... Die Gegner sind richtig nervig. Ja, diese Gegner besonders, weil die auch immer so schwer getroffen werden. Boah! Jetzt machen sie noch Magiesog. Die wollen's aber... Nee, Lebenssog machen sie. Jetzt hat er down. Nee. Er konnte ja gerade nicht angehen. Jetzt ist er down. Jetzt aber. Jetzt solltest du dich mal heilen. Ach, nee. Beschwer dich nicht am Ende, wenn du verreckst. Ja, wir haben genug Items. Ja, der kann gerade nichts. Oh, Zaubersperre. Auf den, der nicht zaubert. Also man sieht, die Gegner sind jetzt schon jetzt. Die machen schon Damage. Du hast noch ein HP, genau. Oh fuck, ich krieg jetzt aufs Maul gerade. Ja, warte, ich gebe dir. Gib mir mal einen Bonbon oder irgendwas. Aber gerade war, ich mach mal einen Heal. Also obwohl wir gutes Level haben und gute Ausrüstung, hauen die trotzdem noch gut rein. Ja. Oh, ich bin vergiftet. Ja, das ist... was geht ab, ey? Ja, du stehst da halt vor dem dicken Gegner halt, ne? Ja, ich versuche ja wegzukommen, so ist das ja gar nicht. Ja, wir sind alle vergiftet hier die ganze Zeit. Ach, wir haben genug Walnuss und alles dabei. So, genau, außerdem bist du ja der Einzige, wie gesagt, der hier Walnuss eigentlich braucht. Ja, deswegen. So, der ist kaputt, der ist auch kaputt. Oh, dann hat das jetzt so viel Sinn. Oh, jetzt kommen die Köter wieder. Ja, aber die Köter sind ja... Oh, diese Wölfe. Ach, da kommt Kraftwasser. Ja, da versucht auf den anderen halt zu casten. Ja, aber der ist jetzt quasi schon down. Oh, nee, doch nicht. Nee, die halten noch ein bisschen aus. Jetzt aber. Ich finde dieses Design hier einfach super genial von der Mana-Festung.
Aber was man halt sagen muss, wenn man wirklich lange braucht, durch dieses Level durchzukommen, irgendwann geht das wirklich auf die Augen, ne? Du, ich hab da ein Problem. Na, die Kristalle kommen immer wieder hoch jedes Mal, ne? Dann brauchst du die Axt oder das Schwert halt, um diese Kristalle hier zu zerstören. Boah, die haben wir erwischt. So, dann geht's hier weiter. Guck, die Kristalle jedes Mal immer so ein... Ach, ja. Ach, jetzt musst du da Peitsche rausholen. Ja, ich habe früher mein Team immer so ausgedacht, dass das Mädchen halt, die du jetzt spielst, immer die Peitsche hatte. Startmäßig. Echt? Also ich hab's immer so gespielt, dass die Lanze hat, genauso wie hier jetzt. Nee, also bei mir Junge Schwert, Mädchen Peitsche und die Kobolden hatte die Axt. Weil Kobold und Axt. Ja, Axt hatte ich. Das war. Nee, das stimmt gar nicht. Ich hab die immer Bogen spielen lassen. Er konnte nämlich weiter hinten stehen. Weil hier den NPC halt kämpfen lassen ist ein taktisch nicht so geschickt. Ja. So ein Nahkampf. Nee, ich hab's sogar damals schon ein bisschen optimiert. Och nee. KP-Sorg. Jetzt macht sie nicht so viel. Och. Aber ich heil mich trotzdem mal. Ja, wie gesagt, die Walnüsse sind exklusiv für dich und davon haben wir ja genug. Und der Rest kann sich hier die Kobolde ja immer wieder vollsaugen. Normalerweise dauert das Level auch relativ lang. Ja, wir kommen jetzt ja auch wirklich recht gut durch. Ja. Doch, endlich. Mal gucken, was hier unten so ist. Also hier unten, den Raum habe ich gerade nicht so in Erinnerung, muss ich sagen. Also ich glaube, die sind wir falsch. Man kann eigentlich überhaupt nicht falsch laufen. Das geht eigentlich gar nicht. Ach, da hinten. Ach, beide muss man aktivieren, okay. Ja doch, hier sind wir doch richtig. Ja, doch, doch, das ist korrekt. Ja, das erkenne ich auch wieder. Weißt du, was ich jetzt mal ausprobieren muss? Ja. Mana-Verschwendung. Ja. Gucken, ob das Damage macht. Nicht an jedem Gegner, ne? Halt die dafür. Oh, wie mies. Ja, der ist halt nicht anfällig dafür. Der ist guck mal, jetzt macht er noch einen Zauber. Das ist eines der teuersten Angriffszauber, die es in dem Game gibt. Ja, er ist auch ziemlich gut. Zum Beispiel gegen Tantalus später, werden wir das Ding 100%ig brauchen. Wir sind gezappelt. Alle, aber alle. Gezappelt ohne Ende. Ja, das kann das Vieh halt ziemlich. Zap, zarab, zarab, zap. Oder wie die Dinger da immer machen, ne? Wenn du in dem Dorf bist. So, jetzt ich entzappel dich auch mal. Und die. Oh, ist er kaputt. Level Guck 9. mal, wir sind Level 60. Ja, wir sind sowieso schon mindestens 10 Level über Mana-Drachen-Niveau eigentlich. Aber dafür machen die Gegner immer noch ganz gut Damage hier. Ja, das hat ja, wie gesagt, das ist eher mit der Rüstung jetzt, ne? Ja. Aber was sich erhöht uns, ist halt unser Schaden und unsere Ausweichchance und sowas. Ne? Also wir weichen. Also Damage sieht man halt richtig, dass wir richtig viel Schaden machen. Den müssen wir bashen. Wow, ja, da sieht man den Schaden dann. Oh. Das war richtig Schaden. Level 59 für dich auch. Ach, so, runter. Ach, du musst wieder Peitsche. Okay. Peitsche haben wir auch nirgendwo gelevelt, ne? Nee. Ich würde jetzt wirklich nehmen, aber. Guck mal, die Ente. Ja. Ball. Wie sich's gehört, ne? So muss das sein. Das ist auch wieder so ein Gegner, frag ich mich, wer sich das ausgedacht hat. Aber die Ente finde ich noch ziemlich cool. Hä? Ihre Cast-Animation, vor allem wenn sie dann so einen TNT-Beutel da mal so in der Hand hat. Oh, eins. Aber unsere Koboldin halt rumlungert, ne? Das könnte aber auch ein Bug im Emulator sein. Das habe ich so noch nie gesehen, dass sie da unten rumrennt, oder? Weißt du was, da muss ich nochmal gerade einmal die Dings nehmen, dann hole ich es mal wieder hoch. Zack. So. Panikente. Na, ich nehme auch wieder das Schwert. Ich mache absolut keinen Charme mit der Peitsche. So, hier müsste jetzt ja schon der erste Boss kommen, wa? Ich glaube schon, ja. Hier müsste ja... Ach, jetzt zaubert er noch. Ja, das macht wieder ein Damage. Mm. Oh nein! Oh nein! Ja, Ups. Max rennt wieder... Max rennt wieder zurück. Ups. So, und Boss. Ach, der Vampir. Genau. Und na, walte deines Amtes. Wobei, soll ich Analyse machen? Ja, komm, mach. Wir müssen ihm ja Zeit lassen, irgendwas überhaupt machen zu können. Analyse. Oh, da hat die Kobolde gleich mal draufgehauen. Es analysiert irgendwo ins Nichts. Ja, wo er halt gerade ist. Laterne, ach, das bist du. Ach, guck mal, ich darf. Du darfst.
Ich mach mal einen Kaskar noch und dann gehe ich auf den Jungen, weil mit Laterna das nächste, was da rangekommen wäre, hier die und ja. Ich hau ihm jetzt einfach mal eine Zaubersperre drauf. So, Achtung Leute, hier, jetzt kommt's. Weißt du, warum die das eingebaut haben? Dass man das ein bisschen levelt wahrscheinlich. Boah! Ja, jetzt kommt der Max mit Schaden um die Ecke. Jetzt kann ich endlich mal mit meinen Zaubern Damage machen. Der Zauber kostet aber halt wirklich richtig Punkte, ne? Mhm. Ja, aber er macht das jetzt das Ganze hier doch. Oh, Mampf, Mampf. Zack. Gib ihm einfach. Hast du drauf geachtet, wie viele Trefferpunkte? 4500 oder so. Okay, dann kann er immer viel haben. Mach's auch gut. Das macht richtig Schaden, guck mal. 76. Da ist er, ja. Guck mal. Ja. Man sieht so. Halt, wo er landet. Oh, ja. Dann hast... hau noch mal eine Heilung raus, bevor du eine Nuss raushaust gleich. Weil wir haben auch. Weil ich hau, alles... hau ein bisschen drauf. Naja. Weil da kann ich mehr so viel haben. Geht ja daneben jetzt hier der Kack. So. Kann ich. Weil das so Schöne ist, wenn wir den so packen, ich krieg danach hier wieder alles aufgefüllt. Ja, Mana nicht. Leben. Mana nicht, echt? Ja, Mana nicht. Aber so. Weißt du was? Oh. Boah. Ja, das, wie gesagt, er beherrscht die. Wow. Okay, ich nehme mal eine Walnuss. Na, warte, ich mache den Rest mache ich gerade mit Blitzen. Der Blitz müsste ja eigentlich auch nicht gerade gut. Ach. Ich nehme mal eine Walnuss, dass ich zumindest im Zweifelsfall heilen kann. Wobei ich kann ja, auch. Du hast doch noch, du kannst noch heilen. Brauchen wir aber noch nicht. Nee. So, jetzt hier, jetzt kriegt er einfach. Und Level 7 Orkanschub sollte auch gut wehtun, ja. Macht auch gut Damage, ja. Und ich kann das ja hier mit der Kobold. Bam! So, hier ist so Backpfeife so. Matsch! Zack. Einmal angestupst, ne? Einmal angehustet, ja. Einmal angehustet und gut ist. Ich glaube nicht, dass MP kriegst du halt nicht aufgefüllt, wenn du einen Gegner besiegst hier, leider. Ich kann mich da nicht. Und wir brauchen ja deinen Zauber, glaube ich, sogar nochmal dann für einen anderen. Aber. Und weiter geht's. Ja. Ein bisschen haushalten musst du mit den Dingern. Aber es war jetzt schon, ja. Nee, du hast recht, ich wird nicht aufgefüllt. Ja. Okay. Na, okay, weiter geht's. Jetzt können wir hier oben nicht raus. Dann geht's weiter durch die Festung. Das war einer. Oh, war jetzt hier links oder rechts? Ja, bei meinem ersten Mal, wo ich das Spiel durchspiele, weißt du, ich habe mich für jeden scheiß Gegner ewig aufgeladen, um dann Damage zu machen. Voll unnötig. Eigentlich voll eigentlich. Bescheuert. Ja, super. Jetzt... Oh. Auf mich das... auch noch. Ja, deine Abwehr ist gefallen. Ach, guck mal hier, Kollege. Die werden so verhauen, ey. Ja, die Viecher sind ja nur gegen auch wieder Laterna halt empfindlich hier. Oder ja. So. Ja, oder einfach draufhauen, ja. Draufhauen ist immer eine Option. Er multipliziert sich erstmal. Ich hasse diese Klatscher, by the way. Das ja, sind so meine, die Schleim so, und die... Oh. Oh, ja, genau deswegen. Das ist so der Grund, warum ich die hasse. Hallo, kann er mal down gehen? Jetzt. So. No, das ist eine komische Schildkröte. Das ist eigentlich bescheuert, die kommen wir doch gerade her, ne? Weißt du was, hier, ich mach mal gerade... Ja, da unten kommen wir her. Ah, hier, ein bisschen Mana holen. Einmal. Und dann können wir die auch ganz schnell machen. Mit zwei Mana können wir sie gleich wieder erledigen, mit ihrem eigenen. Matsch, matsch, matsch. Ah. Boah. Ja, die sind halt feueranfällig. So, ja. Oh, mal wieder Peitsche. Kann man die oben lang? Nee, leider nicht. Du bleibst an der Dings hängen. Ah, oh, doof. Wup, wup, wup. So, so der Dubstep-Vorläufer quasi. Hoppala. Wup, wup, wup. Hier hoch, ne? Da geht's ja auch noch wieder zurück. Ach, jetzt hier wieder so ein... Ah, ja. Ey, diese Peitschen-Parts, ne? Ja, das hätte man auch anders machen können, irgendwie. Ich finde, das die Peitschen, wup, dieses wup, mit dem Rüberschwingen in sich auch... Das haben sie halt gemacht, damit du... Das haben sie damals bei der Hexetura ja eingeführt, damit du es halt nicht an Stellen hier weit groß vorauseilen kannst. Ne? Genau, an dass Stellen du nicht, dass du nicht so... Wie es bei Speedruns heißt, Sequence Breaken kannst. So. Ja, genau. Also, dass du nicht dahin kannst, wo du hin sollst. So. Ja, aber jetzt ist es so ein bisschen arg unnötig hier an der Stelle. Jetzt ist es auch wirklich unnötig, weil wir kommen eh schon überall hin im Endeffekt. Ja, vor allem ist es, nach der Exitura war es ja nicht mehr vorgesehen hier, ne? Groß. Ja, ach, guck mal, wer da unten hängen geblieben ist wieder. Oh.
Schlecht. Hier, komm, einmal. Zack. So. Oh, kann ich mal verrecken, das Viech. Ja, wir können es einfach mal Viech sein lassen. Nee, jetzt ist sie jetzt zaubert. Hätten wir es gekillt. Es macht mir halt eins. Und ich mach's kaum Damage. Jetzt. Aber lass das Vieh bitte Viech sein, ey. Weil die sind beide kacke, die Gegner. Okay. Die Kröte kriegt schon auf den Sack. Ja. Die können wir auch gerne kaputt hauen gerade. So, und wie geht's doch hier lang? Bevor er jetzt Ninjas ausspuckt. Kann er verrecken? Na, der hat gut Leben. Der Maskenpriester hier, oder wie er heißt. Jetzt. Ja. Aber Hauptsache noch mal vergiftet vorher, ne? Ja, ich habe ein Level 60 erreicht. Super. Ja, dann müsst ihr auch mal Level up haben. Mhm. Lass erstmal den Klatscher hier killen. So, hier, irgendwo geht's doch hier lang, ja, hier. So, Quallensauger weg. So. Das geht viel schneller, als ich es in Erinnerung habe. Ach, die Basilisken. Ja, klar, wir sind ja auch überhaupt nicht überpowered oder so. Ja, hier konnte man sich stundenlang durchkämpfen normalerweise. Ja. Weißt du was? Auf den habe ich wieder so keinen Bock. Da fährt er erstmal, der will wegfahren, hast du gesehen? Mhm. Ach, hier, guck mal an. Ja, probier mal. Oh, ich krieg aufs Maul gerade. Ich seh's. Ich muss mich mal heilen, klar. Boah. Ja, also ich versuche mich zu heilen, sobald es geht. Einfach, ja, auf dich reicht. Die anderen brauchen es noch nicht. Ist egal, ich habe eh genug. Jetzt natürlich, ne? Jetzt. Jetzt. Nachdem ich geheilt. Guck mal, 17, also. Autsch. Jetzt haben sie gerade damals richtig zugehauen. So. Oh. Hildes Waffenlevel gestiegen. Axt erreicht, Level 6. Aber wir haben unserem NPC eh nicht eingestellt, dass er das benutzen soll, ne? Nee, nicht wirklich. Und? Ah, da Schleim. Mach mal Analyse, ich weiß es echt nicht mehr. Den okay, kommst du auf jeden Fall. Den kommst du nicht mit. Hä? Was? Ja, Waffen machen dem halt nichts. Den konnte man wirklich nur mit Cars besiegen. So, wie viel hat er? Ja, 5000 Leben. Genug Mana. 4000 gesamt und er fürchtet Noctur. Ja. Also genau umgedreht eigentlich wie der letzte. Warte. Weißt du was? Jetzt gibt es den Todescast. Ja, ey, die Granaten, die kannst du wirklich am Stück casten ohne Ende. Weil die Animation so lang ist. Ich glaube, bei 3 mache ich dann erstmal kurz eine Pause. Ja, weil 99 Damage, ne? Ja, ich glaube, schon nach 2 ist 99 erreicht. Ja. Ja, probier's mal mit 2. Das ist halt richtig Chaincasten hier gerade. Was wir hier machen, dieses Aneinanderreihen der Zauber. Ja, okay, es reicht schon. 2 Stück für 99 Damage. Der wird immer größer, ne? Ja, der soll eigentlich langsam wachsen, während man ihn langsam halt runterhaut. Betonung auf langsam. Jetzt habe ich gerade Säure gefressen und konnte ihn chainen. Gut. Der müsste jetzt demnächst dann auch das Zeitliche segnen. Ah, das macht er vielleicht noch einmal mit jetzt. Und dann, der hat ja 5000 Leben oder so. Na, jetzt kann ich wieder nicht chainen. Ich frag mich schon, seit ich das erste Mal ein Spieler, was ist denn da innen drinne? Was soll das sein? Keine Ahnung. Ein Auge? Pff, ich erkenn's dich. Ich auch nicht. Vor allem an dieser Stelle kannst du dich nicht mehr richtig bewegen. An dieser Stelle habe ich mal gehangen und da konntest du nur mit aufgeladenen Attacken das Vieh treffen halt. So, das war's jetzt aber, oder? Ja. Es ruckelt leicht. Leicht, der Pudding ist ein bisschen riesig. Und du vor allem kannst dich nicht mehr bewegen, weil du im Gegner drin stehst. Das ist so bescheuert. Und weiter geht's. Mhm. Wie gesagt, jetzt müssen wir gleich mal ein bisschen Mana saugen mit der Koboldin. Und weiter geht's. Was kriegen wir? Hilde reicht Level 60. Ach, wir kriegen gar keine Orbs mehr. Stimmt ja. Die muss man hier finden. So, warte, nehmen wir mal wieder auf den Jungen.
Mal sehen, was können wir denn, wem können wir denn jetzt mal hier ein bisschen Mana saugen? Ach, euch kann man doch bestimmt Mana saugen. Bestimmt. Auf alle. Komm, mach mal auf alle. Nein, dann wirkt es nicht. Da muss sich der Level ja aufteilen. Dafür ist das Level zu niedrig. Okay. So, guck, aus dem reicht's auf einen. Einer reicht. Oh, weg ist er. Oh. Def. Warum gibt's denn dieses Ding hier überhaupt? Keine Ahnung. Frag mich leichteres. Komm, lass den. So, wo geht's lang? Ist jetzt die Frage. Ach, da oben, okay. Ach, jetzt kommen diese Dinger in der Rüstung. Ja, hey, du. Die Kobolden hier unten, Max, komm mal zurück. Oh, was macht die da? Ich bin gezappelt. Ich sehe es, ich entzappel dich. Zappel, zapp. Deswegen gehe ich dieses Auge halt nie ran. Da gibt's ja das, die haben sie ja auch so geil bescheuert übersetzt, ne? Wenn diese Zappler das machen, dann sagen die ja irgendwie, das muss der Prunftschrei eines Zapplers sein oder sowas. Ja, ja. Das ist doch voll dämlich. Fällt einfach mal um. Ja. Neo, Werwolf ist erledigt. Ich wollte gerade sagen, er ist Neo-Wolf oder sowas, aber. Wieso mal zaubert der gleich Kraftwasser? Das ist ein bisschen die KI gefällt, würde ich sagen. Ein bisschen? So. Ninja, Zaubersperrer. Ja, auf mich den ganzen Tag bitte und abends mit Beleuchtung. Ich habe eh das Gefühl, manche die Gegner haben so unterschiedliche Prioritäten, weil es machen manche Gegner auch nur ihren Zauber auf mich und so. Da rennt eine Kiste. Ja, mach du mal auf, mal gucken. Du hast die meisten Trefferpunkte. Ja, wenn es eine böse Falle ist, rettet mich das auch nicht. Stimmt, da bringt dir das nichts und ansonsten ist ja wahrscheinlich auch nichts mehr großer als drinne. Schokolade ist zu viel. Ja, ihr seht, wir rennen hier durch und machen schon fast jeden Gegner und so und wir kriegen die seltene Rüstung halt nicht, also... Oh, der hat noch sein komisches physisches Schild. Ja. Nee. Okay, da hat die Kobolde mit der Axt, glaube ich, gerade gekrittet. Na, hier geht's lang. Block. Ich hab keinen Block okay. Zu hauen hier. Oh! Autsch! Also, da hat überhaupt nichts gemacht gerade. Aber Hauptsache mal Kraftwasser und nicht einmal gehittet. Mhm. Und nach dem Kraftwasser ist er ja down, weil er so viel Damage frisst in der Zwischenzeit. Ja. Na, weg ist er. Ja, mach eine Zaubersperre auf. Die finden das geil, auf dich Zaubersperre zu machen. Ja, ich finde das so sinnlos. Ja, es ist ja auch sinnlos. Es bringt halt einfach nichts. Ja, da drüben ist ja der. Oh. What? Das hier ist fast böse ausgegangen. Gib mir mal ein Kraftwasser oder das so. Das war echt knapp. Heil sie, du hast noch Mana. Ah, ne, ja, lass mal eine Nuss. Ach, fuck, ich hab ja nichts. Ja, heil sie ja erst. Heil sie doch erst. Man braucht doch das Mana. Du meinst hier? Ja, ja. Ja, ich hätte einfach gesagt, wir warten. Ist egal. Zack. Ja, weil die hat selbst nur noch 10 Leben. Also, ich brauche auf jeden Fall hier. Ja, ja. Wir warten auch gerade. Jetzt schreibe erstmal eine Nuss rein. Wie gesagt, Leute, ich hab mal Lag so dabei, wenn wir im Menü klicken. Ist ja nicht so wild, im Menü klingen ein bisschen Lag zu haben. BTF, das wollte ich gar nicht, ne? Ich wollte eigentlich auf alle machen. Oh. Übelst verschissen. Ja, was halt normal. Oh, jetzt kriegt es. Jetzt war aber nur auf die Kobolden erreicht. Ja. Ich brauch's nicht, ich bin voll. Der wichtigste Zauber gibt's gleich von Anfang an. Also, komm, lass den. Wir haben uns doch gerade so übel zugerichtet, mit dem hab ich jetzt keinen Bock, mich nochmal rumzuprügeln. Mit dem Ding auch nicht. Nee, nicht wirklich. Ich hau dem jetzt ein, dass das keiner nicht spawnt, dann gehen wir mal weiter. Ach. Die wollen es aber auch wissen. Bei denen ist das Problem, durchzukommen. Wenn man durchkommt, dann ist... Naja, du hältst gerade auf. Ich halte auf. Okay, ja, ist das so. Du versuchst da drauf zu kloppen. Also, die ganze Festung könnte aus diesen Kröten bestehen, weil die sind echt scheiße. Ja, die sind einfach. Ja, die können nix. So, kommst du... NPC... Ach, guck mal rein. Oder soll ich reingucken? Ich guck mal rein. Willst du? Ja. Traust du dich? Ja. Pass auf, jetzt Max traut sich. Secret Item. Stahlpanzer. Ey. Er hat Glück, ey. Ich zeig das mal gerade. Also, ich würde sagen, mal sehen. Das müsste ja eigentlich der seltene Rüstung sogar sein. Ah, das ist das, was wir anhaben. Ah, das haben wir schon an. Okay. Das droppt. Das droppt auch, ja. Aber es droppt noch was Selteneres. Es gibt also noch einen höher.
Ach, der hat seine Energie. Ja, kannst du nicht hauen. Den kannst du nur mit Magie dann. Oh. Verpiss dich, ey. Autsch. Piss dich, Alde. So, jetzt aber. Na, ja, der ist weg. So. So, gleich sind wir auch beim... Oh, der Klatscher. Oh, ich heile mal eine Runde. Die Klatscher geben mir auch so. Machst du platt? Ja, wenn ich wüsste, worauf die allergisch sind? Wahrscheinlich Feuer, hä? Soll ich mal einfach? Ja, probier mal. Jetzt ist aus dem Bild. So, jetzt aber. Pass auf, ich hau jetzt drauf und dann sind sie eh tot. Okay, einer ist da. Guck mal, wie er darauf reagiert. Ja. Das ist, glaube ich, noch nicht mal gegen das, was die allergisch sind. Die sind bloß neutral. Oh. Nee, das sind wieder die, die uns so kaputt machen. Mit der Steinklinge. Ich glaube, jetzt müssen wir wirklich hier hoch. Ja. Ha, wir kommen vor Button. Oh. Ja, schieb den, genau. Gut. Oh. Da geht's zum nächsten Boss. Nice. So. Und ein alter Bekannter. Wo ist er dann? Hier. Da ist er. Hagen! Willst du? Nein, mach du. Okay. Hagen! Beruhige dich, Mädchen. Sein Körper wird nichts geschehen. Ich suche schon viel zu lange nach einem solchen jungen Körper, in den ich schlüpfen kann. Mit meinem Körper kann ich unmöglich diese Welt beherrschen. Also werde ich jetzt seinen Körper benutzen. Hat er jetzt irgendwie 2-3 Mal gesagt in dem einen Satz, ne? Und jetzt, liebe Freunde, jetzt werde ich die Mana-Festung erobern und die Welt regieren. Harre die Harre die Haar. Muhahaha. Hagen, nein, werde ich doch. Klatsch. Du freches kleines Mädchen, gib mir sofort diesen Körper zurück. Er lässt sich doch einfach wegnehmen, ne? Du Biest. Ja. Ah. Und hat er gewartet, bis wir vor ihm stehen damit. Weißt doch, die Oberbösewichte sind immer total dumm. Hagen, bist du es? Der Kerl kriegt jetzt tatsächlich Sätze. Haha, ich habe einen neuen Körper und er fühlt sich gut an. Ja, war nix. Tantalus, nein, das darfst du nicht. Halt den Mund, du hysterisches Biest. Hadi, hadi, ha. Ich kann mich nicht. Die Musik. Hörst du mich? Ich bin es. Hagen. Ich bin noch immer in meinem Körper, aber Tantalus ist stärker. Ihr werdet mich besiegen, aber ich kann euch trotzdem helfen. Tantalus hat einen Pakt mit der Hölle geschlossen. Nun ist er unsterblich. Allerdings nur, solange seine Seele eine Behausung, einen Körper. Irgendwie habe ich das übersprungen. Ruhe jetzt! Ich werde Tantalus vernichten, auch wenn ich dabei sterben muss. Tio, du kümmerst dich um Lena, wenn ich nicht mehr bin. Auf geht's, Tio. Hagen, hör auf! Du darfst nicht sterben. Da stelle ich mir immer so Randy vor, wie er bei der WoW-Folge wegkrüppelt. Übelst geiles Sprite für den Gegner, ne? Ja. Aufhören, sofort. Ich brauche diesen Körper sonst. Na gut, dann werde ich jetzt eure Körper nehmen. Und jetzt darfst du wieder. Der gehört ja, dir. Ja, vor allem Gegnermusik diesmal eine komplett andere. Ja. Der kriegt eine eigene Musik, der Kerl. Das ist ein Remix von diesem Pandora-Ruin-Theme, ne? Hau drauf. Ja, hau drauf. Mach kaputt. Warte, ach, ist ja egal. Lass den jungen Mal einfach machen. Ich caste ja auch mit drauf. Aber der Laser macht ihm. Nein, da kommen jetzt gleich die Hände, genau. Geh weg von den Händen, geh weg von den Händen! Boah, Alter! Warum? Die machen Schaden! Die bringen mich fast sofort um. Ich geb dem auch nochmal einen mit. Du könntest mal ein Zauberschild, oder ich könnte auch mal ein Zauberschild auf uns machen. Ja, da kannst du uns aber auch nicht mehr heilen. Das stimmt, das sagt dir nicht so geschickt. Nee. Boah. Aber was ich ihm geben kann halt ist. Zaubersperre, ja, ist auch gut. Wobei ich gar nicht weiß, ob das auf den überhaupt was macht. Bringt ein bisschen was. Vielleicht nur ein paar Sekunden, aber es bringt was. Und ich kann ihm mal versuchen, ob ich Mana ja aus ihm rauskriege. Und ich mache jetzt mal zumindest ganz der Form halber nochmal Analyse drauf. 8 Mana, hey. Der hat 7000 Leben oder so. So, und wie viel? Laterna, ja. Das ja, so viel waren wir auch. Wie? Ja, er ist gerade wieder unsichtbar. Egal. Ach, ist er noch, okay. Einmal drauf Gas. Oh, warte mal, hauen wir da noch ein bisschen was mit rein.
Das macht jetzt 99 Damage. Na, fast. Ich mach nur so 200. Hast du gelesen, halt, wie viel? Ja, der hat 7000 hat er insgesamt. Komm, ich nehme eine Nuss, wir haben genug. Ja, ja, jetzt die Nüsse kannst du jetzt. Hauptsache, du hast am Ende noch eine über. Ja, locker. Und. Also, man sieht, der Gegner kann gerade nicht sonderlich viel machen. Nee, nicht wirklich. Ja, 111 mache ich nur mit den anderen Schaden. Aber trotzdem. Oh, er hat mich geslowt, der Penner. Mal sehen, warte mal. Ich kann ihn auch mit Harzinger machen, dann kann ich die ein bisschen leveln. Krieg da ein bisschen Harzgas hier. Genau, bomb mal ein bisschen drauf. Mana entziehen konntest du nicht, ne? Nee, doch, ganz bisschen halt nur, so 8. Ah, guck mal, Harzgas macht Schaden. Harzinger macht auch ein bisschen Schaden. Ah, viel Leben hat er nicht mehr, ne? Ich kann noch mal ein bisschen Mana saugen gerade. Ja, 7 Mana, guck. Ja, okay. Aber wie gesagt, viel Leben hat er echt nicht mehr. Weil es so schön ist. Vor allem, weil du jetzt verstehst, warum es immer erstmal auf dir explodiert. Die Zauberanimation check ich nicht. Na, das ist keine Ahnung, weil ich die Granate werfe oder so. Frag mich leichteres. Ein bisschen Harzinger leveln hier. So, jetzt müsste ein Schleiter auch sein. Komm her. Ach ja, wenn es so schön war. Zack! Zack! Weg ist er. Die Hände fackeln ab. Ja, das ist aber eigentlich einer der schwierigsten Gegner im fucking Spiel, muss man dazu sagen. Der hat trotzdem eigene Musik gekriegt. Ja. Also den hab ich 10-mal versuchen müssen beim ersten Mal, das weiß ich noch. Aber den haben wir 10-mal gebraucht oder so, ja? Bis wir den dann fertig hatten, ja. Hilde Level 61. Harzingers Mana-Zauber funktioniert wieder. Ja. Du musst gleich mal den Jungen übernehmen, einer muss dann nämlich gleichzeitig mal die Mana-Zauber casten. Das muss einer derselbe machen. Das, um das fast gleichzeitig hinzukriegen. Das kriegen wir schon hin. Ja, dann okay, dann drück mal. Ups. Du hast ihn erledigt. Oh. Ja, sie macht einen großen Mund. Ja, ich kann... die Musik wieder. Haken. Ja, der ist ja nun gestorben, ne? Der hat sich selbst geopfert. Für das Gute, ja? Ja. Lena. Tio. So, gut. Trauerphase vorbei. Vorbei. Beim Baum wurde länger getrauert. Ja. Oh nein. Was zum... Und jetzt die Musik. Schnell raus hier. So, hinter uns ist ja der Porter. Oh oh. Was ist los? Puh. Puh. Ja, Puh. Puh, Bär. Alles okay. Alles okay. Wir müssen hier raus. Sofort. Ja. Go, go, go. Ok, ok. Wir sind instant raus. Der Mana-Drache. Das ist doch Lufti. Lufti, nein, aber er sieht ihm sehr ähnlich. Schnell, der Drache ist im Begriff, die Welt zu zerstören. Bring ihn um. In your face, Tio. Nein, ich werde ihn K.O. schlagen, wie es in Deutschland nun mal dank Zensur üblich ist. Umbringen? Ich kann den Mana-Drachen nicht umbringen. Nein. Er versucht doch nur Mana zu retten. Und außerdem, wenn der Drache stirbt, wirst du auch sterben. Hilde? Warum? Hä? Weil ich all ihre Mana-Kraft brauche, um den Drachen zu töten. Blödsinn. Kobolden können gar nicht sterben. Außerdem bin ich mehr Mana als du denkst. So schnell sterbe ich nicht. Sie ist ja auch eine Mana-Kreatur. Das wurde ja ein paar Mal erwähnt, muss man dazu sagen. Aber wenn du jetzt noch länger wartest, dann hat der Mana-Drache alles zerstört. Der Mana-Drache wartet ja auch da jetzt auf uns, bis wir gegen ihn kämpfen, ne? Da macht nichts. Natürlich. Die Bäume, die Tiere und die Menschen. Also, worauf wartest du noch? Du hast das Mana-Schwert. Du musst die Welt retten. Dir bleibt keine Wahl. Du hast es deiner Mutter, dem Mana-Baum, versprochen. Das klingt mir total doof. Kümmere dich nicht um mich. Na gut, aber ich habe Angst. Ach, wer hat das nicht? Da muss ich mal ausnahmsweise, das finde ich gut gemacht, dass wir wirklich Angst haben auch ein bisschen. Das deswegen sag ich mal. Es sind immer noch Kinder, das muss man hier dazu sagen. Und jetzt die Musik. Nimm das Schwert. Lena und ich werden mit unseren Mana-Zaubern ja, auf!
Das heilige Mana-Schwert. Reaktivieren oder sowas kommt jetzt. Ja, reaktivieren, natürlich. Aber die Musik. So. Ja, wir warten erstmal, hä? Ja, jetzt lass uns erstmal einfliegen. Genau, da muss ich jetzt erstmal hier ganz episch runterfliegen. Ah, das ist. Das überlegt mal, was das damals für eine. Oh, für ein Auftritt war. Wenn man von saß von dieser Konsole, dann kommt dieser Drache. Also man könnte jetzt bescheißen, wenn der auf einen zufliegt. Ja. Nämlich, komm, wir zeigen es einmal. Ja, gut, mach's einmal. Man kann, normalerweise macht der Damage auf einen, wenn er auf einen zufliegt, aber man kann einfach so einen Heilzauber machen. Und während der Heilzauber läuft, passiert einem nichts. Genau, man kriegt diese Feuer und das kostet nur einen Mana und dann für einen Mana kann man halt komplett den Schaden mal umgehen. Ja. So, und jetzt können wir auch mal Mana Yin und Mana Yang zeigen. So. Wie wär's? Ja. Komm jetzt. Ich mach sofort mit der Kobold hinterher. Ja. Das Schwert. Ihr habt's gesehen, also das Viech hat jetzt, der Baum hat neuen Zauber gekriegt. Nämlich, genau. Da muss beide Zauber auf den Junge zaubern und dann kriegt Mana man dann Yin und Mana Yang. So übertriebenes Owner-Schwert und genau, und jetzt alles gleichzeitig möglichst. Sonst macht man auf das Viech kein Damage. Man macht schon Damage, aber jetzt macht. Da muss man richtig aufladen, weißt du? Ja. Also bis durchgehend aufladen. Ich habe den Mana-Drachen mal besiegt, ohne Mana Yin und Mana Yang zu benutzen. Hat 2 Stunden gedauert. Es geht. Es geht, ja. Mana-Schwert reaktiviert. Jawoll. Jetzt komm runter, du überdimensionaler Guck. Die Axt, man auch Schaden wohlgemerkt. Oh. Ja. Aber macht schon ganz schön Damage. Du könntest die Kobolde mal ein bisschen heilen. Ah, der Zauber schwindet und Mana ist schon wieder vorbei. Das Mana-Schwert hält auch nur kurz an. Ja, mach einfach. Guck, da macht man auch 0 Schaden. So, ja, ich das Viech fliegt jetzt eh gleich wieder weg. Ja. Ja, lass es noch mit dem Mana-Zauber. Hat ja auch gerade keinen Sinn. Ja, Leute, ihr wart noch in der Animation. Da kommt er wieder. Ah, dieser Drache, ne? Ah, die Musik allein, diese Kampfmusik. So, jetzt kommen wir das. Wollen wir bescheißen? Ja, komm, wir bescheißen. Moment, ist zu früh. Ja, ist zu früh. Wenn die Feuersäule sich halt dreht. Oh, jetzt. Ich gucke mal gerade auf den Leben auf. Wir können auch nochmal den hier machen. Das ist so geil. Übelster Beschiss. So, der Mana-Zauber ist vorbei halt. So, jetzt fliegt er nochmal auf uns zu. Ja, das macht nochmal ein bisschen Schaden, aber nicht so viel, wie der Feuerball machen würde halt. So. So, jetzt Zauber wieder, genau. Das kann man übrigens nur auf die Junge machen. So, und man muss wirklich gleichzeitig das machen. Wenn das nicht wirklich fast parallel passiert, dann geht's daneben. Oh, jetzt krieg ich ein Laser-Inferno ab. Weißt du was, du könntest eigentlich... Könnte man jetzt mal fast unsere Honig und sowas Flüsse gebrauchen und hier mal Zauberschild auf uns machen. Also du müsstest eine Nuss reinschmeißen. Oder noch nie, du hast genau für ein Mana Zauberschild. Ja, hast du 6 Mana kostet das, glaube ich. Oft mal auf alle, hä? Ja. Na, dann heilen wir uns halt jetzt mal ein bisschen so mit Dings. Machen wir ein bisschen Damage. Ah, geil. Ja. Wieso einfach? Ja, das kann er gerne machen. Okay, wir heilen halten nicht lange wieder, an. Sobald er hier wieder angeflogen kommt. Mhm. Genau, da hast du schon mal voll auf. Ja. Dass ich ihm gleich mal eine drücken kann jetzt. Oh fuck. Du schmeißt eine Nuss rein. Das wird dann aber nichts mehr rechtzeitig, ne? Ja, das weiß ich. Das kriegen wir jetzt halt ein bisschen Schaden. Dann, guck mal das. Drück mal. Ah, okay. Ich brauche mal eine Heilung, sonst überlebe ich das jetzt nicht. Das hat aber gut reingehauen. Warte mal. Heile uns mal, ja. Pling. Was? Lol, du hast den Mana drauf. Oh, die Zauberschutz noch aktiv. Jetzt, gut, da bleibt es nichts anderes übrig, wie ein Dings zu nehmen hier. Wir brauchen noch was. Ja, die Koboldin aber, ja.
Ah, die kriegt auch was. Okay, und jetzt machen wir danach direkt. Jetzt, ja, du musst das dann aber auch machen. Ich kann jetzt hier schlecht. Ne? Ah, guck mal, jetzt lädt er von vorne auf. Hä? Er lädt bei mir neu auf. Warum auch nein. immer. Nein! Nein, 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 nein. Du kannst doch schon kein zaubern. Kein Zauber. Nein, nein, nein. Was denn? Du hast das Zauberbubble auf mich machen wollen. BTF, bin ich schlecht. Ja. So, jetzt aber. Ja, du musst das andere machen. Ich kann nicht drücken. Wie, ich muss das andere machen? Was? Lol, der Zauber ist bei mir abgeprallt, oder was? Echt jetzt? Mach mal, mach einfach mal. Nee, nee. Ja, Damage. Ja, ja. Mach Damage. Ja, ich. Er macht hier schon wieder Laser Inferno. Er hat's auf dich abgesehen, ne? Ja, und? Da war mal dann Dings weg. Ja, er kann auch nur auf mich casten, weil ich keinen Zauberbubble mehr drauf habe. Ihr beide habt noch die Zauberbubble. Das ist nicht gut. Das war taktisch nicht so geschickt, was wir da getrieben haben. Ja, wir casten es auch nicht nochmal. Ah, jetzt hier. Nee, das war... Weil wir müssen uns jetzt nochmal heilen, Kleiner. Ja, ja, du, was anderes solltest du auch nicht mehr tun eigentlich. Du brauchst eigentlich auch nichts anderes mehr machen. So, jetzt... Probier mal, ob das wieder funktioniert, ob das jetzt wieder weg ist. Ja. Ja, alle Zauberbubbles sind weg, okay. Okay, sobald er wieder losfliegt, heile ich dann nochmal. Mhm. Dann entgehen wir nämlich dem Schaden da auch. Mhm. Wobei, ich glaube, das funktioniert ja auch, ne? Ja, du musst dann aber Mana Ying und Mana Yang gleich casten, ne? Denk dran. Ja, ja. Weißt, wie du in die Kobold im Menü kommst, weißt du, ne? Ja. Weil wenn ich das mache, dann ist die Aufladung weg. So, und kannst du jetzt machen. Guck mal, die Aufladung ist jetzt auch weg, dank der Heilung. Okay. Ja, dann kannst du selbst machen. Okay, drück. Naja. Das passt schon, man macht ihm auch so genug Damage. Ja, jetzt die Aufladung geht auf, wenn man Mana Schwert aktiviert scheinbar. Okay. Ja, du machst ihm auch so genug Damage. Nein! Schlag einfach nur mit 100 drauf. Er hat ja auch nur 3000 Leben oder so. Der will's aber echt wissen bei dir, gell? Versuch mal eine Analyse drauf zu kriegen. Da werde ich mich selbst analysieren, ja. Ja, ich schmeiß mir gerade mal was zum Heilen drauf. Honig oder so drauf oder Schokolade. Oh! Hast du mal Damage gemacht? Ja, ja, ich habe nochmal Damage gemacht. Also man sieht, der Kampf ist an sich, wenn man da mit ein bisschen Taktik rangeht, eigentlich nicht schwierig. Nee, ist trotzdem ein schwieriger Kampf, weil er halt gerade immer diese Zauberbarriere drauf hat. Ja, und wenn man am Anfang übelst aufgeregt ist noch, ne? Ich meine, ich war irgendwie 10 oder so bei dem Game. Ich war, wie gesagt, 6, als ich das durchgespielt habe. Das erste Mal. Ja, klar. Da ist man voll aufgeregt. So, ein Gegner. Jetzt lass den Schaden mal ruhig über uns ergehen. Ich versuche jetzt mal aufzuladen. Jetzt gib mir mal sofort Mana-Schwert schon. Als ob das jetzt verschwindet dadurch. Das ist ja echt kacke. So, jetzt gleich Kobold hinterher. Ja. Also ich drück schon, ne? So. Ja. Es verschwindet, oder? Ja, es verschwindet. Ich hau so drauf. Ja, hau so. Wert. Ja! Ha. Oh, jetzt kriegt die andere ab. Jetzt kriegst du es wieder ab. Ich krieg's nochmal ab. Das ist nicht mehr lustig. Ich lass dich noch einmal hauen. Ja. Ja, Alter. Oh. Ich heal mal. Ja, ja. Bling. Ha, jetzt sind wir sogar im Damage. Oh ne, fuck. Nee. Wie lange seine Zaubersperre noch anhält. Ja gut, er hat Level 9 oder so, hat er die gecastet. Ja, ich glaube, der wird die auch instant wieder casten. Das ist so gedacht, dass du den halt nur mit dem Schwert killen darfst. Ja, so und? Cast? Ich hab vergessen, aber das müsste gerade noch reichen. Ja, ein Mana und go. Nee. Nee. Für dich hat's noch zu lahm. Ja, weil ich in der Cast-Animation drin war. Ja, ja. Dann machen wir jetzt aber gleich nochmal. So. Ich glaube, das ist früh genug, ne?
Ja, ja. Wir machen jetzt wirklich mit 2 Mana. Ich habe genug Mana. Es reicht. Wir haben. Das war knapp. Ja. So. Mana Yin und Mana Yang wieder drauf. Mach du. Weil du kannst früher klicken als ich. Mana-Schwert reaktiviert. Das ist ja eigentlich. Jetzt, du kannst schon hauen, glaube ich. Ja. Ja, ja, kann ich auch schon, aber ich stecke noch in der Kasse. Jetzt kriegt er aufs Maul. Also viel Leben kann er aber auch trotzdem nicht mehr haben, ne? Nee. Aber Analyse geht halt nicht. So, wir machen jetzt gleich nochmal einen Heal, wenn er wieder angeflogen kommt. Ja, dass ich aber nicht aufladen kann, weißt du? Ja, das ist blöd. Ja, komm, da würdest du dem Instant irgendwie 999 Damage reindrücken auf Level 6 oder so und beschweren. Ja, natürlich. Das wäre Sinn der Sache, ne? Ja, ist viel zu schnell vorbei. Meine Aufladung ist jetzt mal da geblieben. Ja, aber spätestens, wenn wir Schwert casten, ist wieder weg. Ich versuche ihn jetzt mal so zu hauen. Na gut, mal casten du Schwert. Ich versuche mal, ob es jetzt wieder verschwindet, weil jetzt gerade ist es ja eigentlich da geblieben. Ja, ist weg. Warum auch immer. Verschwindet. Aber das müsste jetzt eh die letzte Runde sein. Oder die vorletzte. Ja, so viel kann er nicht mehr haben. Der kann nicht mal viel haben. Laser Inferno. Wo, ey, warum resettet das? Das dürfte nicht resetten. Und es buggt irgendwie, du triffst ja nicht. Jeff! Mhm. Hey, Jeff! Was ist hier los? Keine Ahnung. Frag mich leichteres. Okay, ich muss nochmal heilen. Ich warte jetzt mal. Ja, gleich jetzt wieder. Ja, ja. Wir halten das locker aus, bis er halt diesen Anflug halt macht. Ah, ich frage mich jetzt gerade echt, warum ich... Wir gerade überhaupt kein Damage gemacht haben, oder? Ja. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Kein Blasenschimmer. Aber wie gesagt, er hat nicht mehr viel. Der hat auch nur 3000 Leben oder so. Da bin ich mir ziemlich sicher. Der hat halt wenig Leben, aber man kann manchmal nicht viel Schaden. Der macht halt selbst auch relativ viel Schaden, weil er immer Flächenangriffe macht halt. Ja, ja, so, jetzt wieder. Aber schon geil, der Drache, der die Welt zerstört, er macht. Mach jetzt mal hier, ne? Der Drache, der die Welt zerstört, macht uns 63 Schaden. Mhm. So, Schwert da. So, jetzt hier. Machen fertig. Naja. Ich hab grad schon zugehauen, aber Laser Inferno. Jawohl. Es ist unglaublich. Aber komm, jetzt letzter Schlag. Jetzt geht er auch gleich. Zack. Nochmal. Oh, einer geht noch. Ah, fuck. Der hält aber so aus, ja. Ja. Oh, er kriegt. Oh, 300 oder so habe ich gerade gemacht. Aber das müsste jetzt echt die letzte Runde sein. Der kann nicht mehr so viel haben. Der kann nicht viel haben, nee. Wir haben halt ein paar Mal mit den Angriffen voll gefailt. So, und... Komm, mach. Auf. Und heal. Ja, das ist eigentlich... Ah, guck mal, wie viel Mana du noch hast, ohne Ende. Ah, das ist überhaupt kein Ding. Wir haben erst eine Nuss verbraucht, glaube ich. Ja, oder weil so, ne? Wir auch so hoch sind vom Level, wir haben Punkte ohne Ende. Ja, es ist immer noch dieser Gammeltrick hier, dem Schaden zu entgehen. So, Carsten, Mana-Zauber... Max? Oh, fuck. Halb eingepennt, Alter, dabei wieder. Mana-Schwert reaktiviert. So, und jetzt, Tio. Jetzt gib's ihm, ja. Aber eigentlich müsste sie mit der... Ja, ich würde gern. Jawohl, nein. Oh, das war ein richtiger Crit. Übelster Crit. Komm nochmal, zack. Tio, du machst ihn fertig jetzt. Komm noch, bam. Oh. Der soll sich mal abhauen mit seinem scheiß Laser-Inferno.
Komm nochmal ein Treffer, komm. Ah, fuck. Nochmal, zack. Okay, da hat es überlebt. Überlebst du das jetzt? Ja. Ja, ja. Dann werden wir jetzt gleich schon mal heilen. Der kann, ich verstehe das nicht, warum das Ding so viel aushält. Ich habe auch nicht so in Erinnerung, dass der so viel aushält. Vor allem, wie du eben so einen 700er Crit einfach gemacht hast. Ja, der Kampf muss ja schon ein bisschen dauern, ne? Aber so. Und wir denken, selbst wenn wir jetzt mal irgendwie umgehen sollten, weil wir echt keine Nüsse mehr haben, wir haben immer noch die ganze Kacke an Heilzeug. Ich finde das geil, also. Wie hier die Ultra-MMO-Fachsprache am Start ist, ja? Ja, natürlich. Ich bin, wie lange habe ich, ich habe 6 Jahre lang Guild Wars gespielt, ne? Ich bin ja auch so ein MMO-Nerd. So, und jetzt hier gleich wieder Mana-Zauber. Ich glaube, Harzinger hatte gerade ein Level-Up. Ich glaube, wenn Harzinger ein bisschen höher gelevelt wäre bei beiden, aber es steht hier immer Level 1 da. Ich weiß da, gar nicht, ob die Damage, ob es einen Unterschied macht. Boah. Boah. Komm, Kollege, geh down jetzt. Aufs Maul. Mhm. Ja, die Kobolden darfst okay. du. Der kann immer viel haben. Mach ihn fertig. Der ist echt anstrengend, der Gegner. Ja, langwierig, ne? Nicht schwer, aber langwierig. Also, das sollten wir alle noch überleben hier. Vor allem ja. Der Sound, soll das irgendwie gefährlich sein? Hört sich an wie ein übergroßer Lufti halt. Er ist ja auch Luftis Vater, muss man dazu ist ja er? Sagen. Ne? Wenn man die, ja, ist oh, er. Da gibt's eine Story dazu? Da gibt's eine Story dazu, ach, ja. Ach so. Die siehst du in dem Game, erklären die ja nix. Nee, das, wie gesagt, ich habe hier das Buch liegen und selbst da wird kaum was erklärt. Also habe ich da im Internet mal irgendwie durchgewuselt. Da gibt es er ist Luftis Vater, also. Wie haben die denn das gemacht? Na egal, das ist in dem Spiel, darf man das nicht so hinterfragen. Naja, da geht's auch, da geht's auch mit Bäumen, ja, also das ist kein Ding. Scheinbar. Und der Geist des der Geist ist ja in das Schwert gefahren des Vaters. Ja, genau. Das heißt, er schlägt ja mit seinem Vater zu die ganze Zeit. Das ist, als würde ich die Urne meiner Großmutter nehmen und damit auf Reisen gehen und Leute verkaufen. Na jetzt, Dio, komm. Gib alles. Ja, bin ich dabei. Gib alles. Du machst ihm übelst Damage. Da kann er mal viel haben. Mach ihn platt, ey. Verreck. Ja. 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 Fick dich, Ficker. Endlich nicht, ey. Fick mich mit dem Ficker, Kollege. Und jetzt hier natürlich tolle Drehanimation. Und der Sprite wird gedreht. Ist zweidimensional. Für den, der es noch nicht gemerkt hat. Und er ist weg. Oh. Geschafft. Oh. Boah. Wunderbarstens. Jetzt diese schöne Überflugszene mit der Festung. Das ist übrigens normal, dass es keinen Sound gibt. Da gibt's einen Blitzschlag. Oh, was meinst du, wie zufrieden ich gerade grinse? Oh, wir wurden runter teleportiert. Ausrufezeichen. Hilde! Wo ist sie hin? Sie ist tot! Ey, ich hab so geheult, das weiß ich noch. Ja. Ich hab so... Sie ist... Vor allem, das bist du, ist ja Lena, die das jetzt sagt. Ja. Hilde. Hilde ist so ein passender Großmutternamen, die können auch bitte mal sterben. Bitte komm zurück. Ja. Vor allem die ganze Zeit, wenn sie mal tot waren, gammelt ja immer so ein Geist rum, man konnte sie einfach wiederbeleben. Jetzt ist egal. Ja. Bitte. Das ist so der Eris Final Fantasy 7 Thron unserer Zeit. Erst Hagen, jetzt Hilde. War es das alles wert? Die Welt steht, ich würde sagen ja. Aber ja, das ist... Ich finde die zwei Monde übrigens im Hintergrund sogar. Und diesen Satellit, der da oben rechts guckt im Bild. Siehst du das? Nee. Das ist eine Raumstation im Bild. Da, der Mana-Drache. Er hat sich in Schnee verwandelt. Hat er? Ja. Na, guck mal oben aufs Bild, aufs Hintergrund. Ja, sieht mal ein bisschen so aus, aber soll eher eine Wolke sein, glaube ich. Ich glaube eher, das ist die Mana-Festung. Secret of Mana. Jetzt kommen erstmal die ganzen Japaner, die keiner aussprechen kann. Ich kann es versuchen. Nee, ich glaube, das lassen wir jetzt. Rich Silvera, Toshihiko Hori, ja, Yunichi Yanagahara, Doug Smith, Tetsu Mizuno. Ja.
Jetzt rennen sie gleich. Ja. Ja, ich hab so geflennt bei dem, das klingt jetzt übelst so weich ein, übelst scheiße, ja. Aber wenn ich mir überlegst, ich fahre irgendwie so 7, 8. Ja, und vor allem, wir haben da nicht mal eben innerhalb, wie lange haben wir jetzt vielleicht gespielt insgesamt, also an Videozeit, das sind 26 Parts, sagen wir mal so 20 bis 30 Minuten. Ja. Ich sag mal so, hätten wir das damals gespielt, also mit unseren 6 Jahren. Aber man hat voll an den Chars gehangen auch, oder gehangen, wie auch immer. Ja, gehangen und nicht nur, man hat nicht nur an den Chars gehangen, vor allem hat man dreimal mehr Zeit, ja, in dem Spiel auch verbracht. Koichi Ichi. Koichi heißt jetzt eigentlich auch schon. Koichi Ichi. Koichi. Ach, ich konnte das mal, die Aussprache. Ah, es ist so ein wunderschönes Spiel eigentlich. Da, die kennen wir noch, die Räuber. Spieldesign. Da, Meister Luna, der Penner, der uns durch die halbe Welt gejagt hat, damit er dann da sagt, ach, ich bin Meister Luna. Da sind die, da, der Typ in dem Kampfsystem, Goro Ohashi. Oder Golo. Goro, die können ja kein R sprechen. Golo. Inoue, ja. Unsere Wüstenhelden. Der Weihnachtsmann, es passend jetzt. 19.12. Ja, 19.12. haben wir. Programmierung. Hat keiner gemacht, gibt's keinen für. Das kommt jetzt. Das war jetzt so die Zwischenanzeige. Das Pilz ist Trüffeldorf. Nee, guck, Spielsystem. Das hat keiner programmiert. Oh. Der Pilz. Ja. Ah, das war halt, es ist halt ein Square, ich glaube, das ist ein Square-Titel gewesen. Ne? Da gab es ja Square Enix noch. Gab's noch nicht, genau. Ich bin mir aber gerade nicht 100... Nee, doch, es ist ein Square-Titel, ziemlich sicher. Weil Chrono Trigger ist ja auch, ne? Ja, genau, Chrono Trigger auch. Ich bin da, weil die haben beide ziemlich geile Spiele für die damalige Zeit gemacht. Die Enix-Titel sind Terranigma, ja. Glaube ich, ein Enix-Titel, genauso wie Illusion of das, Time. Das halt. Ist auch Enix, ja. Oh, da muss man echt noch schauen, aber man merkt, das sind die beiden Firmen, die für den Super Nintendo jedes große namhafte RPG gemacht haben. Da, die Hexe Tura mit ihren lebenden Stühlen. Oh, ist das schön. Die besuchen jetzt alle Orte und es schneit immer noch den Mana-Drachen wohlgemerkt. Ja, der war ja auch groß, außerdem hast du ihn ganz schön zerstückelt. Ja, ich hab so oft, wie ich da reingehauen hab, ne? Da kann eine Weile schneien, ne? Kanoni. Alle Kanonen. Da sind sie alle. Na, sind nicht alle, sind nicht genug, aber ja, ein paar Brüder zusammen halt. Das sind die Schwester Joyce dieses Universums. Ich meine, immerhin passen hier jetzt gerade tatsächlich 6 Typen auf einen Bildschirm, ne? Also mehr geht halt nicht. Ja. Bertie. Mehr kann das Game nicht. Vor allem, guck mal, der hat einen rosa Bart. Ist mir gerade so aufgefallen, wo er so seitlich stand. Das ist ein Bart unter ihm, das rosa, ne? Der hat einen rosa Bart. Ich hab's nie so richtig erkannt. Ich hab's gerade so erkannt, so, dass er so einen rosa Bart hat. Was man in diesen Sprites alles sich hineindenken muss, ne? Ja. Aber ich finde, ich erkenne da mehr Emotionen draus als aus, sagen wir mal so, detaillierteren aktuellen Models irgendwie. Auch wenn du, weißt du, wahrscheinlich, weil man eben gerade sich das selbst vorstellen muss, ja. Ja, Kopfkino ist halt einfach besser immer noch als irgendwas alles, was sich irgendein Leinwandredakteur ausdenken kann. Ich meine, du hast auch Chrono Trigger durchgespielt, oder? Ja, da gibt es auch die Szene, wo Chrono dann irgendwie, wir können mal spoilern, der stirbt und dann, wo Male an diesem Baum steht und er dann so aus dem Himmel wieder so runtergeschwebt kommt quasi, ja? Ja. Da haben die auch so übel stilisiert, so eine Träne von Male und sowas, ja? Mhm. Das ist übelst emotional gemacht, ja? Ja. Du siehst halt nix. Du hast halt ein bisschen 2D-Sprite, wo dann halt ein blauer Punkt so ist. Ja, Chrono Trigger ist aber auch echt ein geiler Titel, muss ich sagen. Ja. Schade, dass das wirklich ein Einzelspieler ist eigentlich. Chrono Trigger. Das ist ein Einzelspiel. Du kannst theoretisch Multiplayer spielen, aber das ist halt rundenbasiert. Das ist nicht so. Bringt's nicht so. Ja. Nicht wirklich, nee. Deswegen, Secret of Mana eignet sich sehr geil für solche Koop-Dinger, Let's Plays und sowas, ja. Weil es halt, wie gesagt, weil du schon sagtest, weil es das Kampfsystem halt anbietet. So, jetzt bleibt sie hier, sie ist wieder zu Hause. Und der andere, der rennt zurück zu Aquaria und... Die fand er ja so geil. Jetzt geht das mal ab hier im Wasserpalast. Wobei der Sprite von vorne halt richtig hässlich aussieht, ne? Von der Seite. Ja, von der Seite. Das sieht aus, als würde sie die ganze Zeit so grinsen und hätte rote Augen, ja, ne? Aber von der Seite sieht man eigentlich, dass die so, keine Ahnung, paar 20 aussehen soll. Mhm.
Und da ist das Quelldorf. Und alle freuen sich, dass er wieder da ist. Der Verbannte ist zurück, juchhe! Naja, eigentlich wollten sie ihn alle ja lynchen, ne? Und ja, jetzt darf er wieder, das ist kein Ding. Er hat die Welt ja gerettet. Jetzt gibt's noch eins zu tun. Der Schnee hört auf. Und eine bekannte Ecke, da wo alles angefangen hat. Wo er das erste Mal das Schwert sah. Da ist es wieder. Ja, er hat es zurückgebracht. Er hat es reingeworfen gerade. Ja, habt ihr auch gesehen. Hast du nicht diese epische Animation gesehen, wie es sich 100-fach in der Luft überschlagen hat und dann genau punktgleich in das Loch reingefallen ist, wo es so herkam? Also, ich weiß nicht, also ich hab das einfach gesehen. Mann, da ist Level 67 jetzt, ja. Da ist er! Ja. Aber als da Geist. Da ist er, da ist Hilde! Die wilde Hilde! Als Geist. Ja. Das in der Kobold-Siedlung. Sie ist zufrieden damit, ihr Leben gegeben zu haben. Sie nickt. Und wir sehen sie nochmal im Abspann erst gleich, genau. Mhm. Da sitzt sie als Geist im Baum. Beobachtet den Stern. Ein Hauchfront 3D. Ich finde dieses Abspannbild gar nicht mal so richtig verkehrt, gut, muss ich ehrlich sagen. Ja, vor allem auch, wie sie, ja, dass sie wirklich so ein bisschen sich die Mühe gemacht haben, dass ihre Haare sich so bewegen. Ja. Und dass man erkennt, was sie da für Schmuck halt auch so anhat und so, ne? Dass das nicht solche, das sieht man die ganze Zeit, als hätte sie solche Knubbel da irgendwie drin, aber guck mal, das scheint ja irgendwie was Flaches zu sein, ne? Ich glaube, das sollen Ohren sein. Ich habe früher immer gedacht, die hat einen BH auf dem Kopf. Nein, ich glaube, das sollen Ohren sein. Was ich richtig geil finde an dem Ende ist, man kann ja halt sagen, die Story ist schon teilweise echt kitschig und vielleicht auch ein bisschen durch die Übersetzung noch ein bisschen verschandelt worden, ja. Aber. Komm, das hat bei Final Fantasy VII war es dann noch nicht besser. Was du halt echt sagen musst, es ist zwar ein Happy End in gewisser Weise, aber nicht jetzt so pur, ja. Also nicht alle sind glücklich, alle sind froh, alles ist gut, ja. Also es hat schon so ein bisschen Nachgeschmack. Und zumal, was ich an der Story wirklich gut finde, auch wenn es in dem Spiel ein bisschen rauskommt, so, es gibt zwar ein paar Böse, aber es ist sehr fließend auch teilweise, ne? Ich meine, du machst ja am Ende den Mana-Drachen platt, obwohl der eigentlich der Böse ist, ja? Er ist nicht der Böse, er macht nur das, wofür er geschaffen wurde. Da kann man auch drüber philosophieren. Da könnte man Stunden, Tage philosophieren. Jetzt muss man bedenken, einfach zu der Zeit, wo das Gaming-Genre noch nicht so groß war, war das damals ja das Beste, was damals so kam einfach, weil sowas hat ja vorher kaum jemand gemacht. Ich würde so gern... Viele sagen immer, Final Fantasy VII und so waren so die ersten, die sowas dann gemacht haben mit Charaktertod und sowas, ne? Stimmt nicht. Final Fantasy VI war auch schon richtig geil. Ja, eben. Final Fantasy VI eben. Und jetzt hier Secret of Mana, was ja auch, ich glaube, sogar noch vor Final Fantasy VI kam. Ja, glaub auch. Deswegen, also, das war schon alles viel eher. Nur halt nur noch nicht so ausgereift. Ich sag mal so, Final Fantasy VII hat es zwar auf eine gewisse Art zur Perfektion getrieben, aber die Idee an sich ist alt. Ich würde halt einfach mal gerne das Game sehen, was rausgekommen wäre, wenn dieses Spiel fürs Super Nintendo mit CD-Laufwerk gekommen wäre. AKA PlayStation 1. Wofür es ja nicht kam, ja. Es kam ja von Super Nintendo und halt in einer sehr abgespeckten Version, dass es auf diese tolle Cartridge drauf passt. Das Problem war ja, Square hätte ja gerne weiter dann mit Sony gearbeitet, mit dem Laufwerk, aber die waren ja vertraglich an Nintendo gebunden. Ja, und ich glaube, das war auch nicht so ohne weiteres möglich, einfach mal ein komplettes Super Nintendo-Spiel auf die PS1 zu bringen, so. Nee, das nicht wirklich, aber es war ja, ich meine auch irgendwo mal gelesen, dass Sony nicht abgeneigt wäre, das zu finanzieren am Ende, ne? Ja. So als um halt Titel auf ihre PlayStation zu kriegen. Ich meine, die nächsten Mana-Titel kamen doch dann sogar für Secret of Mana 2 kam auch noch für den Super Nintendo. Aber die nächsten kamen wirklich für die PS1, aber die nächsten Mana-Spiele waren nicht mal gut. Ja, leider. Ja. Naja, wie gesagt, in Secret of Mana 2 sollten wir unbedingt vielleicht mal reingucken. Mal sehen, ob wir dann wirklich das noch machen. Na, das können wir nicht mal, da brauchen wir dann 5 Jahre. Ja, aber wir sind fertig, Tio. Ja, wir sind fertig. Also ich immer dieses Jahr auf jeden Fall nicht. Nein. Ja, also dieses Jahr wollen wir abschließen und das ist einfach, wir gucken uns auf jeden Fall diesen neuen Emu an. Ja, es gibt einen neuen Emulator, der aktiv entwickelt wird, wo Netplayer auch noch viel besser funktionieren soll. Genau, den schauen wir uns an. Das hier ist, wie gesagt, der ZNES, heißt der SNES? ZSNES 1.36. Genau, die Version, die kann man auch noch in den Archiven von 2003 oder so. Ja, da funktioniert aber Netplay. Also es funktioniert. Man muss zwar die Port-Forwarding und sowas alles machen, beim Host natürlich nur, aber man kann zusammen mit einem Kumpel spielen. Das funktioniert.
Wenn auch, wie Max eben sagte, mit ein bisschen Lag. Das stimmt. Mario Kart sollte man darüber nicht spielen. Nein, wir haben es ja probiert. Ja, genau. Also ich muss jetzt, ich schließe für mich jetzt mal gerade ein Fazit ab. Immer noch ein super Spiel, immer noch ein zeitloser Klassiker einfach. Selbst wenn man es nicht mehr so mit, ganz mit den Emotionen mitgehen kann, weil man einfach es schon kennt, sage ich mal so wie jetzt. Es ist einfach ein geiles Spiel. Fertig. Also es macht immer noch das, was es machen soll. Unterhalten, Spaß haben, macht es immer noch. Ja, mehr kann ich da auch nicht sagen. Ich bin immer wieder begeistert, wie die es damals geschafft haben, wirklich in die sehr limitierte Technik so viel Emotionen in die Charts reinzukriegen und was die aus dem Super Nintendo an Musik rausgeholt haben, das ist schon nicht ohne, ja. Und das mit kleineren Teams als heute, ja, es war auch alles noch ein bisschen übersichtlicher, aber da steckt nicht weniger irgendwie Arbeit oder Kreativität von den Entwicklern drin als heute. Ich würde fast behaupten, eher mehr. So. Weil man musste kreativer sein. Es ging ja nicht anders. Ich sag mal so, und das mit der Musik, das muss ich noch dazu loswerden, das hat ja mit der PlayStation erst angefangen. Dank der PlayStation haben wir überhaupt diese Soundtracks, die wir heute kennen, mit Orchester und allem drum und dran, weil es möglich wurde durch die CD. Ja. Genau. Sonst hätten wir das Super Nintendo war MIDI. Nein, nicht wirklich MIDI, das war dieses geile Gedudel halt, ja. Ja. Mit dem Soundchip von Sony, glaube ich, im Super Nintendo. Da war ein Soundchip von Sony drin. Ein legendärer Soundchip im Super Nintendo. Ja, leider fällt sowas heute unter Retro-Gaming, ja. Ich verstehe nicht, was das mit Retro zu tun hat. Das ist, wie gesagt, zeitlos. Also das ist nicht Retro. Retro, wenn ich jetzt hier mir ein Pac-Man Arcade-Ding hier hinstellen würde, das würde ich als Retro bezeichnen. Ja. Aber das doch nicht. Wir machen Schluss. Ja, ich würde sagen, Leute, das war's mit Secret of Mana. Ob Secret of Mana 2 kommt, lassen wir mal dahingestellt. Mal gucken, ja. Vielleicht, vielleicht nicht. Das ist je nachdem, wie wir das mit uns vereinbaren können, mit unserem Gewissen. Am Ende seid ihr die Leidtragenden, wenn wir dann mal wieder eine Pause machen. Und ich sage an dieser Stelle schon mal, wie immer, bis dann, euer Timo. Macht's gut, tschüss.